Wo sind meine Haare hin, Lia? Hast du meine Haare gestohlen? Lia, wo bist du hin? Oh Gott, Leute, ich glaube, wir sind hier heute verloren. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Fashion Famous. Heute werden wir zu Topmodels. Die anderen sind schon komplett dressed und wir sind einfach noch nicht mal, oder wir haben noch nicht mal angefangen. Oh mein Gott, was ist wichtig für ein Topmodel? Wir brauchen einen Style, Leute. Wir brauchen eine Message. Wir müssen richtig modelmäßig aussehen. Zum Beispiel so hier. Oh ja, was für eine Message verkörpern wir damit? Ich weiß es nicht genau. Hey, das sieht ziemlich cool aus. Das ist mega süß. Ich glaube, bei den Augen bleiben wir. Die sehen aus wie Modelaugen. Ich meine, wer sonst hat pinke Augen? Mann, diese Brille wollte ich auch tragen. Jetzt hat die sie schon genommen. Vielleicht finden wir irgendwie eine andere coole Brille oder sowas. Eine Sonnenbrille, die wir dazu tragen können. Zum Beispiel diese hier oder diese hier oder diese hier. Okay, das wird ein bisschen too much. Warte mal, also die weiße jetzt mal doch weg. Ich glaube, die erste war halt schon ganz cool hier, diese Brille, die wir hier hatten. Können wir sie mal anziehen? Okay, wir haben noch 150 Sekunden Zeit. Ich mache hier gerade schon wieder total den Blödsinn, der uns jetzt überhaupt nicht weiterbringt. Wir brauchen Haare, wir brauchen Outfit, wir brauchen alles. Von daher würde ich sagen, wir fangen jetzt wirklich mal langsam an, uns irgendwie ein Outfit zu kreieren. Was ist mit diesem Kleid hier? Nee, das ist nur der Rock. Das ist nur der Rock. Das ist ein zu kleiner Rock für ein Topmodel. Ich glaube, ich will doch so einen. Und was sollen wir für eine Farbe nehmen? In diesem hellen Blau? Ich glaube, ja. Oh, die haben alle so schöne Sachen hier. Aber ich glaube, dieses Blau ist ganz nice. Dann brauchen wir noch ein Oberteil dazu. Vielleicht auch irgendwie bin ich farblich immer sehr einfach gestrickt. Jetzt mixen sich die Sachen hier gerade schon wieder. Das ist nicht gut. Nein, es gefällt mir nicht. Ich will diesen Rock nicht. Ich will irgendwie cool aussehen. Wir haben nicht viel Zeit. Oh nein, was machen wir? Dieses Outfit vielleicht? Das sieht ganz cool aus. Das passt auch zur Brille. Ich glaube, dabei belassen wir das. Oder so eine coole Jacke. Mega. Jetzt brauchen wir Haare. Oh, Topmodel-Haare. Oh, da gibt es so schöne. Ich hatte das letzte Mal schon. Ich weiß nicht, welche Farbe, aber ich glaube, ich will das Pinke. Ich möchte gerne die pinken Haare. Die passen einfach gerade am besten zum Outfit. Sonst hätte ich gerne mal die roten ausprobiert. Es ist nicht mehr viel Zeit, Leute. Das heißt, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, tatsächlich die Accessoires jetzt irgendwie noch zu finden. Ganz schnell in 40 Sekunden. Was mache ich hier? Das ist ja wie bei einer richtigen Fashion-Show hier gerade, ne? Man hat nicht viel Zeit und soll jetzt irgendwie schnell mal alles fertig machen. Wir glitzern, das ist nice. Wir brauchen auf jeden Fall eine schwarze Tasche. Irgendwie eine kleine, coole Tasche. Vielleicht die hier. Die sieht ganz nice aus. Oder hier diese Pommes. Und wir brauchen noch ein Accessoire für den Kopf. Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich eng. Irgendwas Cooles, Topmodel-mäßiges. Dieses Geweih. Okay, das sieht doof aus. Egal, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Und ich habe mein Skin nicht geändert. Oh nein. Okay. Das wird jetzt echt ziemlich heavy zu gewinnen. Jo, Freunde, willkommen zur neuen Fashion Famous Show. Wir sind mal wieder im Winter Wonderland angekommen. Hier sehen wir gleich unsere Jury. Die bewerten unsere Outfits. Ihr bewertet mal mein Outfit mit in beiden Runden. Das ist unsere erste Runde. Silver Fox kommt als erstes auf die Bühne als Topmodel. Und sie hat eine coole Krone, ein silbernes Outfit und ziemlich coole Schuhe. Ich gebe ihr 4 Sterne. Das ist nice. Sie könnte... Ihre Haare sind halt ultra lang. Also normalerweise müsste sie über ihre Haare stolpern, so lang wie die sind. Aber hey, es scheint zu funktionieren. Jetzt kommt Christina auf die Bühne. Die hat, ja, auch blaue Haare und das Outfit ist ziemlich lässig. Ich gebe ihr mal 3, weil irgendwie fehlt mir da dieser Model-Look. Auch ihr Gesicht sah nicht so modelmäßig aus. Von daher 3 Sterne. Mal gucken, wer als nächstes auf die Bühne kommt. Lia spielt Roblox ist am Start. Oh, cool. Ich hab Lia vorhin schon gesehen. Das sieht richtig hübsch aus. Mega! 4 Sterne, weil ich diese Eiscreme-Puffer da irgendwie nicht ganz so verstehe, die sie da hinter sich herzieht. Oder was ist das? So diese kleinen Wölkchen, die sind ein bisschen weird, aber sonst war das Outfit wirklich top. Okay, da kommt unser nächstes Topmodel, hat Flügel. Finde ich, das passt nicht zum Thema, deswegen nur 3, aber das Outfit ist mal wieder richtig cool. Und ein junger Herr ist auch mit dabei. Willkommen! Oh, ich glaube, das gibt tatsächlich 3, weil irgendwie ist das Outfit nicht... Ja, da fehlen irgendwie ein paar Accessoires. Ich weiß auch nicht. Als nächstes kommt Alles Käse auf die Bühne in ihrem Model-Outfit. Das Geweih ist richtig merkwürdig. Das habe ich schlecht ausgewählt. Ich weiß, aber ich hoffe, der Rest des Looks kann überzeugen. Wir machen jetzt nochmal hier eine kleine Wave zum Abschied. Tschüss, Leute, das war's. Und die letzte kommt auf die Bühne als zauberhafte Prinzessin. Nicht ganz so, nicht ganz. 3 Sterne ist kein Topmodel in meinen Augen.
Okay, gut, dann wollen wir mal gucken. Ihr könnt gleich mitraten, wie viele Punkte, oder habt ihr schon geratet wahrscheinlich, ne, gewotet, wie viele Punkte ihr mir gegeben habt. Das bin ich gespannt. Wir spielen ja zum zweiten Mal seit langer Zeit wieder Fashion Famous. Und sind wir in den Top 3? Ja! Nice! Lia und ich, wir sind beide ganz vorne. Wie cool ist das denn? Lia, nice Sache. Gut gespielt. Cool. Dieses Mal gebe ich mir umso mehr Mühe, damit wir wirklich auch die zweite Runde gewinnen. Richtig krass. Ich habe echt einen Lauf. Okay, Leute. Nächstes Thema ist Prinzessin. Wir brauchen also irgendeine Art Krone. Jetzt erstmal als Basic sozusagen. Hey, da hinten, genau. Hier sind die Kronen. Dann lass uns mal schauen, was hier wirklich gut von aussieht. Da kann man sich so Hasensachen holen. Hier sind Kronen. Welche sieht gut aus? Die finde ich cool. Damit haben wir eine Krone. Jetzt können wir uns eine Frisur besorgen, die dazu passt. Da, oh, damit wir aussehen wie eine Prinzessin. Okay, vielleicht können wir irgendeine Disney-Prinzessin oder sowas werden. Wer kommt denn da in Frage? Das sieht doch aus wie ein richtiges Prinzessinnenhaar. Oder was sagt ihr zu dieser Frisur? Das sieht nice aus. Oh, hier sind noch mehr Kronen und sowas. Warte mal, ist da vielleicht sogar noch eine bessere bei? Oh, das ist echt schwer zu sagen. Die sieht halt auch richtig cool aus. Aber ich finde, das sieht eher aus wie eine Superheldenkrone. Von daher, nein. Okay, damit haben wir unsere Krone. Hier sind noch mehr Sachen für den Kopf. Lassen wir, glaube ich, einfach mal so. Man könnte das noch hier mit reinmachen. Aber ich glaube, das lassen. Ich könnte mir auch das auf den Kopf setzen. Die Pup-Prinzessin. Oh nein, wir machen nicht die Pup-Prinzessin. Bitte nicht. Oh Gott. Okay, wir brauchen jetzt als Prinzessin natürlich jetzt erstmal noch ein Gesicht. Was sehr prinzessinnenhaft aussieht. Zum Beispiel dieses hier. Das sieht schön aus. Das sieht prinzessinnenhaft aus. Warte mal. Hier ist eine richtige Krone. Hey, cool. Warte mal. Das können wir doch tragen. Damit sehen wir aus wie eine richtige Prinzessin. Oder? Was sagt die dazu? Okay, gehen wir mal schauen, ob wir jetzt noch auf die Schnelle irgendwie ein Kleid finden oder sowas. Ich bin schon wieder richtig am Trödeln hier. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Auf jeden Fall brauchen wir das hier. Vielleicht sogar mit, in welcher Farbe? Oh Gott, was mache ich hier schon wieder? In dieser? In dieser? Ja, okay, dieses Pink ist, glaube ich, perfekt. Das heißt, ich mache die anderen mal weg. Brauchen wir noch Flügel als Prinzessin? Ich weiß es nicht, aber das sieht cool aus. Und jetzt auf jeden Fall noch ein Oberteil, was dazu passt. 60 Sekunden bleiben uns noch für unseren perfekten Prinzessinnen-Look. Das passt doch perfekt. Okay, nice. So, dann wollen wir mal gucken, was wir in den letzten 40 Sekunden noch reißen können. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt hier braune Haare, so süße Flügel, auf jeden Fall ein Rock. Das finde ich passt sehr gut. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, womit wir regieren können. Vielleicht das hier. Genau, das ist unser Zepter. Hier nehmen wir mal wieder unsere Partikel. Die sind auch sehr gut. Und welches soll unser Prinzessinnentier sein? Ganz selbstverständlich ein Einhorn. Was denn sonst? Komm mit, kleines Einhorn. Du musst mich unterstützen auf der Bühne. So, ich glaube, wir haben es, oder? Mal gucken, was die anderen hier so anhaben. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, nee, das ist in Ordnung. Die anderen sehen auch ungefähr genauso aus wie wir. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war's. Okay, Leute, das ist unser Prinzessinnen-Outfit. Oh mein Gott! Das ist der verzauberte Wald. Das ist ein neues Setup, Leute. Hier ist eine neue Bühne aufgebaut worden. Die kenne ich noch gar nicht. Mega hübsch. Extrem hübsch. Okay, Leute. Willkommen zur Fashion Famous Show. Es werden wieder die besten Outfits ausgewählt. Und damit geht es los. Silver Fox macht wieder den Anfang und kommt auf die Bühne in einem wunderschönen pinken Kleid mit wunderschönen Blumen in den Haaren und eine echte Prinzessin. Wahnsinns-Outfit. Alex ist als nächstes da und sie ist eine blaue Prinzessin. Auch super hübsches Outfit. Ihr Oberteil irgendwie gefällt mir nicht ganz so gut, weil es ist schwarz. Das bildet einen extrem krassen Kontrast zu diesem Blau. Aber okay, lassen wir gelten. Okay, Queen. Das passt ja eigentlich voll cool. Queen kommt auf die Bühne und sieht aus wie eine richtige Königin. Junge, wie kann man das denn so hübsch machen? Das gibt's ja gar nicht. Ich finde ein bisschen fehlender Kontraste so, aber sie hat, guck mal, sie hat richtig mit diesem Ding gezaubert. Das ist ja super cool, das will ich auch machen. Lilly kommt als nächstes auf die Bühne und hat auch ein Prinzessinnen-Outfit an. Mega schön, mit einem Ballon. Oh mein Gott, sie hat sich gedreht. Und sie hat sich verneigt. Wie macht man das? Wieso weiß ich das nicht?
Oh, hier sind so viele verschiedene Dances. Okay, da kommt alles Käse auf die Bühne. Sie schwebt durch den Prinzessinnenwald. Da sind wir und ich würde sagen, wir machen auch einmal hier mit unserem Stab. So, und dann sagen wir auch schon Tschüss und auf Wiedersehen. Und fangen an zu tanzen, falls wir wieder auf die Bühne kommen, also auf das Podest. So, McRib ist als nächstes an der Reihe und er ist ein cooler Prinz. Aber ja, ich finde irgendwie ist das Outfit nicht so prinzenmäßig. Ich gebe ihm mal 3, aber es ist, ich finde, ein Prinz, das sieht ein bisschen sehr modern aus für einen Prinzen. Vielleicht laufen moderne Prinzen so rum, ich weiß es nicht. Lia ist dran! Und, oh mein Gott, sie hat die gleiche Krone wie ich genommen. Sehr hübsch, Lia, mega hübsch gemacht, gefällt mir richtig gut. Da kommt noch eine schwarze Königin dazu. Cool, die Krone ist cool. Das sah schon krass aus. Ich gebe ihr 4. Aber gut, ich glaube, das war's. Das war die letzte. Und damit stehen wir vor der Entscheidung, wie viele Punkte habt ihr mir gegeben. Wir werden sehen, was reicht. Come on. Und alles Käse ist schon wieder als Erste da. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Unglaublich. Wir haben heute aber auch einen richtigen Lauf. Okay, Freunde, das war's mit unserer heutigen Folge von Fashion Famous. Ich hoffe, ihr habt abgestimmt in den Infokarten, wie viele Punkte ihr gegeben hättet. Und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin euch allen noch einen, wo springe ich denn hin? Fantastischen Tag und hasta la pasta!